HC Freiburg. Ein kleines Tief, also das man derzeit durchwandert. Und das gibt es auch schon zu Hause. Am Freitag gegen den EV Duisburg konnte man also nicht einmal gegen den jetzigen Liga, gegen das jetzige Liga-Schlusslicht gewinnen. Er stand im Mittelpunkt der Diskussionen beim Spiel des ERC Freiburg gegen den EV Duisburg. Schiedsrichter Rainer Bettermann aus Miesbach. Das war also eine Katastrophe hoch. Also, das habe ich noch nie erlebt. Ja. Das ist schlimm. Es ist schlimm, dass wir dann so ein Spiel verlieren müssen und auf die Art und Weise von Schiedsrichtern verpfiffen werden. Das kann es nicht sein. Die Ursache für den Unmut auf den Schiedsrichter lag in der zweiten Minute der Verlängerung, als Todd Marcellos den Puck nur an die Latte hämmerte. Oder haben wir da falsch hingesehen? Die Duisburger Spieler jubelten jedenfalls. Und siehe da, schon gab Schiri Bettermann das Tor. Also für mich war das einwandfrei kein Tor. Das Ding war an die Latte oben und ich von dort zurückgeprallt. Und die Spieler haben natürlich von Duisburg, die haben gejubelt. Und der Schiedsrichter gibt das Tor, läuft hin und gibt das Tor. Aber das passt heute zu der Leistung, die die drei abgegeben haben heute hier. Die drei Unparteiischen ließen nicht mit sich reden und schon gar nicht mehr von ihrer Entscheidung abbringen. Für sie war die Situation eindeutig, für uns auch. Marcello Schuss knallt an die Querlatte. Ein Treffer, der keiner war, besiegelte die 26. Saisonniederlage des ERC Freiburg. Mit 2:3 nach Verlängerung gegen Duisburg den Kürzeren gezogen. Doch es gab noch mehr Gründe für die Pleite. Selbstverständlich, gar keine Diskussion. Wir haben heute schlecht gespielt. Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Und die Mannschaft weiß jetzt, dass sie schlecht gespielt hat. Dabei hatte alles so gut angefangen. Nach 15 Minuten sorgte Dion Del Monte auf Zuspiel von Kapitän Scherban für die 1:0-Führung. Saisontor Nummer 18 für den Kanadier. Keeper Frank Priebel im Gästetor chancenlos. Noch lief alles nach dem Geschmack der 1500 Zuschauer. Doch schon im zweiten Drittel ließ der ERC Freiburg beachtlich nach und wurde prompt bestraft. Todd Marcellos mit seinem ersten Tor des Tages in der 36. Minute sorgte für den Ausgleich. Doch schon hier Diskussionen. Das Tor war nicht regelgerecht erzielt worden. Per Schlittschuh hatte Marcellos die Scheibe über die Linie buxiert. Der Unparteiische hatte es nicht gesehen und entschied auf 1:1. Nach 2,5 Minuten des letzten Spielabschnittes hatte Freiburg in einem ganz schwachen Spiel wieder die Oberhand. Das 2:1, ein Schlagschuss von Michael Vasicek, der sich bei Jiří Puka bedankt. Der hatte vor dem Tor gerackert, kam zu Fall und lenkte die Scheibe am Boden liegend entscheidend ab. Priebel zum zweiten Mal geschlagen. Frust nun bei den Duisburgern, die den Rückstand in einer 4:6 Unterzahlsituation kassierten. Duisburg, die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga, gab sich noch nicht geschlagen. Coach Rossi nahm eine Auszeit und den Torhüter vom Eis zugunsten eines weiteren Stürmers. 46 Sekunden waren da noch zu spielen. ERC-Coach Leo Sajic mit taktischen Anweisungen an sein Team, wie man die Restspielzeit unbeschadet überstehen würde. Die erste Priorität, das Bulli gewinnen. Doch genau das Bulli ging verloren und damit begann das Unheil. Die Scheibe kommt hinter das Tor. Freiburg konzentriert sich in Unterzahl zu stark auf den Scheibenführenden. Und dann steht Kapitän Thomas Poppisch völlig frei vor Harsch und braucht nur noch einschieben. Der 2:2-Ausgleich 34 Sekunden vor Schluss. Ja, aber halt, wir haben heute nicht unsere Tage gehabt. Wir haben ein sehr schlechtes Spiel von Anfang an. Und es ist ja klar, dass das sowas kommen musste. Wir haben noch unglücklich das Tor gekriegt, die 40 Sekunden vor Schluss. Aber wie gesagt, aber das war einfach, wir haben von Anfang an sehr schlecht gespielt. Und natürlich, Duisburg war clever, der hat ganz einfach gesagt, okay, gespielt. Die haben die Scheibe nur reingeschossen, sind die hinterhergegangen. Und wir haben über die ganzen 60 Minuten gar kein Mittel gefunden, wie wir unser Spiel spielen müssen. Schade. Freiburg im Playoff-Kampf, nur Zuschauer, wie Schiedsrichter Bettermann in einigen Spielsituationen. So, Sie haben es gesehen, ne? Da wird kräftig gekämpft auf dem Eis, während der Moderator im Studio um jeden Satz kämpft, muss der ERC Freiburg jetzt um jeden Punkt kämpfen, um nicht doch noch irgendwie in Bedrängnis zu geraten, was den Abstieg angeht. Bedrich Scherban ist heute zu Gast bei uns im Studio, der Kapitän des ERC Freiburg. Schönen guten Abend. Müssen wir uns denn noch mal Sorgen machen jetzt um den ERC Freiburg, was die Abstiegsfrage angeht?
Ja, okay, das wird nicht einfach. Wir müssen weiterspielen und weiterkämpfen. Und ich glaube, das wird nicht so einfach, weil die Abstiegsrunde, das ist ganz andere Eishockey. Das wird ein schmutzig Eishockey. Das ist eigentlich nicht so schön zu sehen, aber wir müssen einfach durch. Wir schauen mal auf die aktuelle Tabellensituation und sehen, also der ERC Freiburg hat leider nichts mehr mit den Playoffs zu tun. 14 Punkte beträgt der Rückstand zum ES Weißwasser. Ja, und hinten dran, die Mannschaften, eigentlich sieht das nach einem ruhigen Polster aus. Aber wenn wir jetzt die aktuelle Serie hernehmen, das war die 5. Niederlage in Folge. Woran liegt das, dass es jetzt nicht mehr läuft beim ERC Freiburg? Nachdem man lange Zeit so heimstark war vor allem auch. Eigentlich haben wir jetzt die schlechte Zeit, kann man sagen. Ab dieses Spiel gegen Duisburg eigentlich sollten wir gewinnen, das ist klar. Wir haben nicht so gut gespielt, aber trotzdem, das war schade. Wir waren nicht schlimmer eigentlich. Und wie gesagt, Duisburg ist ein dieser Kandidat zum Abstieg. Und ich spiele wirklich diese Eishockey, was eigentlich die möchten nicht spielen. Die möchten nur das Spiel kaputt machen und hoffen, dass die kommen durch das zum Gewinnen. Warum wir uns heute nicht über die Playoffs unterhalten, sondern eher über den Abstieg, liegt ja eigentlich auch schon am Saisonauftakt, am Beginn der Saison, die lange Serie, wo es nicht geklappt hat mit dem Sieg. Es hat einfach zu lange gedauert, eine Mannschaft zu formen aus den vielen neuen Spielern. Das war eigentlich sehr schade, dass wir nicht vom Anfang ein bisschen besser gespielt haben. Aber an der Seite muss man sehen, dass wir haben das jüngste Mannschaft in der Liga und wir haben viele Leute eigentlich Neues aufgebaut in dieser Mannschaft. Und das nimmt sich Zeit, eine gute Mannschaft, viele neue Spiele aufzubauen. Dennoch hat das doch sehr lange gedauert, bis die Mannschaft überhaupt zusammengestellt war. Gibt es denn jetzt schon Gespräche für die kommende Saison? Ja, das ist die Frage, wie lange Zeit braucht man? Ja, nach meiner Erfahrung war das nicht so lange Zeit, weil in anderen Ländern zum Beispiel fängt man an mit diesem Sommertraining schon den 1. Mai. Und in Deutschland fängt man an diesen 8. August. Das ist eigentlich schon 3 Monate später. Also man hat eigentlich nur einen Monat vor diesen Serien fängt an und das ist kurze Zeit. Und wenn man wechselt so viele Leute in der Mannschaft, das dauert ein bisschen. Ja, wie sieht das denn persönlich aus als Spieler? Will man dann nicht wissen, wo man dran ist? Kriege ich einen Vertrag in der nächsten Saison? Wie schaut der aus? Nein, aber die Mitspieler, die sind ganz neue Leute. Man weiß nicht, wie die sich benehmen in einer Situation. Und viele Leute haben eigentlich das erste Mal in Deutschland gespielt, zum Beispiel. Und das ist ein anderer Stil mit Eishockey. Und das alles zusammen einfach braucht Zeit, eine gute Mannschaft aufbauen. Die Experten sagen, so, das dauert 3 Jahre. Drei Jahre. Also die Geduld haben wir im Endeffekt. Aber die Frage ist trotzdem, ich möchte mal zurückkommen. Wie sieht denn zum Beispiel Ihre persönliche Zukunft aus? Gab es denn schon Gespräche? Werden Sie ja, okay, ich muss so sagen, mein Vertrag geht aus nach der Saison. Aber von meiner Seite, ich möchte gerne bleiben in Freiburg, weil ich fühle mich wohl hier und meine Familie fühlt wohl hier. Das ist sehr wichtig für mich. Und ich möchte mit dem Freiburg noch etwas erleben und vielleicht auch diesen DL-Aufstieg schaffen. Sehen Sie denn diese positive Tendenz? Gut, Sie haben gesagt, man braucht 3 Jahre, man braucht Geduld. Sehen Sie die positive Tendenz, dass es mit Freiburg irgendwann mal drin ist, anzuklopfen an die Tür zur DL? Das ist noch ein bisschen weit, diese DL. Aber wie gesagt, wir haben dann die jüngste Mannschaft in der Liga und man guckt um diese Leute 2 Jahre zurück und jetzt, dann die machen diese Schritte vorne und das ist sehr wichtig. Also. Dann hoffen wir, dass Schritt bei Schritt jetzt erstmal nicht mehr irgendwie in Abstiegsproblematiken geraten, sondern sich die Saison einfach in Ruhe zu Ende spielen zu können. Toi, 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 wie gesagt, Dankeschön für den Besuch im Studio und dann lassen wir uns Zeit. Wir haben die Geduld und der ERC Freiburg kommt irgendwann ganz nach oben ins Eishockey-Oberhaus. Dankeschön. Merci, danke.